Matthias Heidrich, im letzten Punktspiel im Kalenderjahr 2022 ein enorm wichtiger Auswärtssieg hier beim BVB 2, bei der zweiten Mannschaft von BVB. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich bin erstmal grundsätzlich erleichtert über das, wie es dann am Ende gelaufen ist. Nach dem Duisburg-Spiel war schon ordentlich Druck unterm Kessel und die Mannschaft war schon gefordert, hier eine Reaktion zu zeigen. Ich bin sehr froh, dass es der Mannschaft heute echt gelungen ist. Mit ein bisschen Glück hinten raus, dann mit aller Kraft das verteidigt und man hatte was in der Hand und es hat man gemerkt, dass die Jungs da unbedingt diesen Bock da umstoßen wollten heute und so dieses Tabellenbild zwingend nochmal verändern wollten und nicht so mit dem Duisburg-Spiel-Eindruck in die Pause gehen wollten, ist den Jungs echt gut gelungen. Am Anfang hat man aber noch die Unsicherheit gemerkt, zu Beginn der ersten Halbzeit. Ja, ich glaube, dass klar war, dass im Duisburg-Spiel noch nicht ganz klar war, wie reagiert mir als Mannschaft drauf, wie kommt jeder Einzelne damit klar. Ich glaube, dass uns das 1-0 tatsächlich direkt nach der Pause unheimlich Flügel verliehen hat. Wir als Mannschaft enger zusammengerückt sind und die Jungs wissen jetzt, wie es geht. Die wissen noch mal mehr, wie es ist, wenn man gemeinsam so einen Sieg dann emotional auch einfährt. Für die Fans freut es mich total, dass sie heute den Weg mitgemacht haben und hier mit 3 Punkten dann nach Hause fahren können und wir weiter positiv in die Zukunft schauen können. Wie geht es jetzt vor Weihnachten weiter? Ja, wir werden uns jetzt in Richtung Leistungsdiagnostik in der nächsten Woche vorbereiten, dass wir dann Montag, Dienstag machen werden. Und dann eine Woche zu haben, wo wir uns aufs Pokalspiel vorbereiten, das für uns auch nochmal eminent wichtig ist, dort weiterzukommen. Das ist eine absolute Basis. Und dann sind 2 Wochen frei. Danke.